Herzlich willkommen zum Dialoggestalter-Dienstag, zum Dialogdienstag mit den Dialoggestaltern aus Dortmund. Wir sind ein Büro für Bürgerbeteiligung und Kommunikationsprozesse und haben in Corona-Zeiten dieses kleine Format entwickelt, den Dialogdienstag. Die Lage ist noch immer ernst. Mundschutzhygiene wird immer wichtiger, so mein Eindruck jedenfalls. Das ist jetzt im Grunde aber nur eine Spielerei, weil ich ja so reingekommen bin. Wir sind alle im Homeoffice. Das heißt, wir sind in der Lage, auch ohne Mundschutz wunderbar miteinander zu kommunizieren. Wir wollen erörtern und diskutieren heute, was sein wird nach Corona. Das ist so der Sinn dieses kleinen Formats. Wir wollen jetzt beobachten und uns dann Gedanken machen über das, was wir vielleicht im Anschluss an die Krise gelernt haben könnten. Vergangene Woche waren die sozialen Effekte der aktuellen Lage unser Thema. Heute geht es um den sogenannten Generationenkonflikt oder sagen wir doch vielleicht erstmal Generationenverständnis. Was tun sich da im Moment für Veränderungen auf? Welche Potenziale und Chancen lassen sich da vielleicht sehen für eine Verbesserung des Miteinanders? Der Dialogdienstag also an diesem 31.03.2020 mit der Fragestellung Spaltung der Generation oder Solidarität. Wir wollen sprechen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IQ. Mit dabei sind heute mit der höflichen Bitte an euch einmal kurz den Finger zu heben. Jana Gremler, aktuell noch Studentin der Sozialwissenschaften. Julia Barth, Raumplanerin. Tobias Nitschke ist dabei, Geschichtswissenschaftler und Historiker von Hause aus ist auch Joachim Lück. Mein Name ist Gregor Schnittger und wir gehen direkt rein in die Runde mit der Frage an die Jüngste von uns, Jana Gremler. Chance oder Risiko? In welche Richtung entwickelt sich durch Corona mutmaßlich das Verhältnis der Generationen? Im Moment würde ich sagen, wir sehen es eher als Chance. Im Moment habe ich das Gefühl, es gibt viel, wie schon in der ersten Folge gesprochen, Sozialkitsch, was ich als positiv bewerten würde, weil es für mich dafür spricht, dass es einen Dialog gibt, einen Austausch zwischen den Generationen und vor allem eine Hilfestellung in beide Richtungen. Also zum einen habe ich das Gefühl, ältere Leute verstehen vielleicht die Brille der Jugend in der Digitalisierung besser, weil sie gezwungen werden, jetzt digital aktiv zu sein. Und eben auch die Wirtschaft gerade viel auf digitalen Pfosten steht. Auf der anderen Seite sehe ich viele junge Leute, die den Älteren helfen und danken für das, was sie eigentlich an Werten auch erarbeitet haben für unsere Generation und für die folgenden. Also ich glaube, im Moment sehe ich viel mehr Chance als Risiko. Das finde ich spannend. Hast du denn bislang Kritik gehört nach dem Motto, sei mal nicht so viel online, denk nicht nur an deine Netzwerke? Also du sagst ja vielleicht mehr Verständnis für Digitalisierung. War das bislang ein Konflikt für dich? Tatsächlich auch von meiner Familie habe ich schon, also von meinem Opa öfter mal zu hören bekommen, was machst du denn da immer am Handy? Und meine Oma ist halt auch so drauf, dass sie sich damit gar nicht auseinandersetzen möchte. Ich glaube, da ist halt schon viel Unverständnis einfach für diese andere Erreichbarkeit auch gewesen, auch wenn sie es zeitweilig sehr zu schätzen wissen, wenn man eben dann doch auch selber erreichbarer für sie ist und der Zugriff eben kürzer ist. Ja, vielleicht sind wir ja auch ein bisschen auf dem Weg in die Online-Gesellschaft. Julia Barth, wie siehst du das? Ich sehe eigentlich auch eher mehr Chancen aktuell jetzt, dass die Generation jetzt gezwungenermaßen sich jetzt auch über digitale Medien mehr austauschen, also die Enkel dann den Großeltern beibringen, wie die digitale Welt funktioniert oder auch wie man jetzt einen Videoanruf startet. Also bei uns jetzt in der Familie haben wir auch tatsächlich jetzt ein Familientreffen per Videoanruf gemacht. Das haben wir vorher nie so gemacht. Also ich denke mal, dass jetzt auch die digitale Welt jetzt bei den unterschiedlichen Generationen ankommt und ja, da eigentlich wirklich der Weg ist und die Chance ist, jetzt mehr Verständnis füreinander zu haben und mehr aufeinander zuzugehen. Das muss aber halt von allen Seiten kommen. Also das kann jetzt auch nicht der Weg sein, dass jetzt nur die einen auf die einen zugehen und die anderen dann quasi abwarten, sondern dass jetzt wirklich ein Verständnis für beide Seiten da sein muss. Klingt im Moment so ein bisschen so nach, jetzt können jüngere Älteren mal zeigen, wie man modern miteinander kommuniziert. Joachim Lück, mutmaßlich der Älteste in unserer Runde. Wie ist denn deine Betrachtung dazu? Ja, ich glaube schon, dass es auch Chancen gibt und die, die beschrieben worden sind, teile ich auch. Ich bin ja auch nicht einer, der ständig am Rechner hängt und mit dem Headset mit anderen Leuten redet. Aber da ist sicherlich Luft nach oben und das kann auch zum gegenseitigen Verständnis von Lebenswelten der Generationen beitragen. Das würde ich auch teilen. Ich glaube auch, dass wir nicht aktuellen Generationenkonflikt haben, wenn es denn den überhaupt gibt, sondern dass man tendenziell, wenn man in die Zukunft geht, sich überlegen muss,
spielt die Frage der Verteilungsgerechtigkeit, also wie verteilt man gesellschaftliche Ressourcen auf die Generation, sich neu stellt. Und da bin ich noch unentschieden, ob da eine Chance drin steckt, sich miteinander zu verständigen, oder ob der Konflikt, der ja latent immer da ist, an Schärfe zunimmt. Kannst du Das das weiß ich mit noch einem, nicht. kannst du das mit einem Beispiel unterfüttern? Ist mir noch nicht so ganz klar. Was meinst du da? Naja, nehmen wir mal die Klimadebatte, ne, zu sagen, die ältere Generation, also meine, hat den Jungen eine Erde hinterlassen, die immer wärmer wird, und da kann man das Ende, wenn man so will, absehen. Die ältere Generation nimmt es möglicherweise gelegentlich so wahr, dass die jüngere ihnen ihr gutes Leben nicht gönnt. Ich glaube nicht, dass man sagen, die Generation ist so, sondern dass es diese Thesen oder diese Themen gibt. Und meine Sorge ist, in der Tat eine Sorge ist, dass wir irgendwie an die Stelle kommen zu sagen, wir müssen das mal neu umverteilen. Und dieser Konflikt des Umverteilens nicht gut auszuhandeln ist. Das heißt also nicht zum Beispiel in Dialogen auszuhandeln ist, sondern sich über gesellschaftliche Machtfragen entscheidet. Ja? Noch sind wir ja die Älteren, die Mehrheit der Wähler, aber das ändert sich ja auch. Ja, bei gesellschaftlichen Machtfragen hat die Jugend erstmal nicht so gute Chancen. Wir haben in den letzten Wochen haben wir alle miteinander viel gelesen und immer wieder auch sind wir Nachrichtenjunkies irgendwie auch erlebt, wie sich beispielsweise Fridays for Future jetzt positioniert, so nach dem Motto, wenn wir für eine Weltkrise auf die Straßen gehen, dann ist die Resonanz da, aber vielleicht nicht so groß, wie wir uns das gewünscht haben. Und wenn jetzt eine Krise wie Corona alle bedroht, dann geht auf einmal ganz viel, auch was so das Aufbrechen von Regeln angeht. Und Zumutbarkeiten in der Veränderung von Alltag, das erleben wir jetzt jeden Tag. Tobias Nitschke, ist denn das überhaupt vergleichbar, die Krise Klima und die Krise Corona? Finde ich, ja, teilweise. Einerseits muss man natürlich sagen, Klima ist schon etwas, was schon vorher, schon seit mehreren Jahrzehnten ja schon ein Thema ist. Es gibt ja schon erste Artikel vom Spiegel, damals glaube ich aus Ende der 70er, dass sich die Erde erwärmt. Und Corona ist, und andererseits Corona ist ja etwas, was wir nicht selber verschuldet haben. Also Corona ist ja etwas, was sich durch Genmutation ergeben hat, dieser Virus. Und beim Klima konnte die Menschheit ja selber was dafür. Und ich finde es halt nicht vergleichbar. Einerseits, klar, wir können, was uns das jetzt zeigt, ist, wir können Maßnahmen und Einschränkungen, wenn wir sie wollen, können wir sie durchsetzen und können sie auch selber alle ertragen. Aber andererseits ist auch das Verhältnis schwierig. Aber das Spannende ist ja doch irgendwie, dass man so sagt, wenn wir Jugendliche ein massives Problem identifizieren oder wir jüngere Menschen, die jüngere Generation, dann erleben wir viel Ablehnung oder nicht so viel Resonanz, wie wir uns das wünschen würden. Luisa Neubauer hat im Merkur dazu gesagt, wir sagen den Streik ab. Alle Streiks sind vorläufig abgesagt, also alles, was man sonst freitags da erlebt hat. Wir sagen ihn aber nicht für uns ab, wir sagen ihn für die Großeltern ab, weil wir ein gemeinschaftliches Interesse haben, die Ausbreitung zu minimieren. Klingt also erstmal sehr nach einem versöhnlichen Kurs. Sie sagt aber gleichzeitig, 1,5 Jahre lang ist uns von der politischen Klasse erklärt worden, man dürfe die Menschen unter keinen Umständen belasten oder überlasten. Und jetzt geht auf einmal alles. Das ist ja dann doch auch ein Vorwurf. Für mich klingt er erstmal berechtigt. Und insofern ist vielleicht doch irgendwie der Vergleich da. Zumindest macht ihn Luisa Neubauer. Jana, wie erlebst du das? Die Generation, die jetzt denkt, ach, auf einmal geht's. Ja, ich verstehe den Ärger dahinter, weil ich glaube, es rührt auch ein bisschen daher, dass Corona eben sehr akut ist und eben die Menschheit sehr akut bedroht gerade und es sehr, sehr greifbar ist durch viele Todeszahlen. Noch nicht so arg in Deutschland, aber definitiv in Italien und China und anderen Ländern. Und dadurch ist es, glaube ich, eine andere Nähe von dem Konflikt. Und im Klimakonflikt sehe ich eben, dass es vielleicht nicht so weit greifbar ist, dass, also ich verstehe die Kritik dahinter, dass es wahrscheinlich so viel mehr Menschenleben bedroht als Corona, eigentlich die Klimakatastrophen, es aber noch so weit weg ist in Jahren gemessen, dass es eben noch nicht akuter Handlungsbedarf vielleicht besteht, obwohl er eigentlich schon längst überfällig ist. Deswegen verstehe ich, dass er den Ärger dahinter. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wir merken gerade ja, dass unsere freiheitlichen und demokratischen Rechte gerade sehr eingeschränkt werden. Und wenn das funktioniert, dann ist das okay für den Moment. Ich glaube aber, dass
man das nicht eins zu eins übertragen kann auf Klimakatastrophen, weil ich finde, dass freiheitliche Rechte und Demokratie eben Werte sind unserer Gesellschaft, die wir auch erhalten sollten. Und ich finde, wir sollten im Klimawandel andere Wege gehen, als diese Rechte einzuschränken. Na, zum Beispiel? Zum Beispiel, genau, Konsum ist auf jeden Fall ein Thema, wo man versuchen könnte, andere Güter anders zu produzieren und Wegeketten zu verbessern oder viel mehr vielleicht auch im Land zu produzieren. Also das sind eher Wege, die ich gehen würde, ohne dass wir auf, also extrem verzichten müssen auf demokratische Rechte. Julia Barth? Ja, ich denke auch, dass jetzt bei dem Vergleich jetzt von Klima und von der Klimakrise oder Debatte und jetzt der Corona-Krise auch die Zeiträume eine wichtige Rolle spielen. Also die Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden für die Eindämmung des Coronavirus, das ist jetzt sehr kurzfristig alles passiert. Es war sehr wichtig, dass wir jetzt ganz, ganz schnell handeln. Und in der Klimakrise oder Klimadebatte sind die Maßnahmen zum Teil auch langfristiger und über einen größeren Zeitraum anzusehen. Das wird jetzt ja gerade noch diskutiert, wie das jetzt in der Corona-Krise in der Zukunft auch weiterlaufen wird. Aber die Auswirkungen auch dann davon, wie wir jetzt dann handeln in Bezug jetzt auf die Klimadebatte, sind ja auch nochmal andere Wirkungszeiträume, die dann die einzelnen Maßnahmen nachher zeigen. Ich kann mir aber schon noch vorstellen, dass jetzt die Debatte eventuell anders geführt wird von denen, du hattest es gerade nochmal zitiert, Fridays for Future, dass sie sagen, wir versuchen jetzt seit anderthalb Jahren bestimmte Maßnahmen umzusetzen oder uns weiter einzuschränken. Jetzt geht es auf einmal, zeigt diese Krise. Und ich denke, dass die darauf nochmal versuchen werden, auch das so ein bisschen auch mit aufzunehmen und zu sagen, man merkt ja, man kann sich einschränken. Inwieweit das jetzt geht, also da muss ich auch zustimmen, demokratische und freiheitliche Rechte, die müssen trotzdem auch immer noch erhalten bleiben. Aber es ist ja scheinbar auch möglich, dass wir alle uns auch sehr schnell umstellen können. Ich würde gerne das Thema gleich zumachen, aber noch Tobias, ja, ich würde dich gerne zuhören. Wo ich die wie irre, wir haben gerade das Szenario, was dem Klima hilft, wie man jetzt schon beobachten kann, ohne große wissenschaftliche Beobachtung anstellen zu müssen. Ist das vielleicht tatsächlich der mögliche Brückenschlag zu sagen, da haben wir einen positiven Lerneffekt und da hat die Jugend irgendwo gesagt, richtig, wenn man jetzt verändert, so wie bei Corona, bitte auch fürs Klima? Wo ich die Gefahr sehe, muss ich sagen, ist, dass jetzt angefangen wird, die Generation gegeneinander auszuspielen, zu sagen, ja, wir Jungen haben ja jetzt uns eingeschränkt, wir sind 2, 3, 4, 5 Wochen zu Hause geblieben, damit ihr weiter überleben könnt, in Anführungszeichen. Und jetzt könnt ihr ja mal daran denken, dass wir später mal leben wollen und leben wollen, so wie wir es dann uns vorstellen. Und dafür könnt ihr euch jetzt mal einschränken. Also da sehe ich die Gefahr, weil das würde jedem Dialog, glaube ich, eine Regel vorschieben. Die Generation gegeneinander ausspielen. Ja, nimmst du das denn schon so wahr, dass solche Sätze gesprochen werden? Bisher noch nicht. Also ich sehe eher die Gefahr in der Diskussion darüber, die Alten isolieren und die Jungen wieder zur Arbeit schicken, wie es ja jetzt teilweise schon anklingt, von wegen, wir müssen die Wirtschaft jetzt retten. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, wieder Leute auf die Straße zu bringen und Leute wieder an den Arbeitsplatz zu setzen. Da könnte sich was entwickeln, finde ich. Aber bisher zum Glück noch nicht in der Variante, dass da jetzt irgendwelche, dass ich da jetzt irgendwelche Posts gelesen habe, die stark in die Richtung gehen würden und die da hetzen, in Anführungszeichen. Mhm. Joachim Lück, vielleicht mal dazu, liegt das so auf der Hand, dass die Vorwürfe demnächst ziemlich wahrscheinlich sind nach dem Motto, wir halten uns gerade zurück für euch Ältere? Also ich fürchte schon. Also selbst bei deinem Zitat von Luisa Neubauer kommt das ja vor, ne? Also wir setzen jetzt mal die Demos aus für euch Ältere. Ich will ja nicht unterstellen, dass sie da schon mal eine Rechnung aufmacht, aber irgendwie klingt das danach. Ne? Und ich habe schon die Sorge, dass die fürsorgliche Belagerung zum Thema wird. Ne? Also wir tun doch nur euer Bestes, bleibt doch zu Hause. Was ja auf einer, ich bin ja nicht Mediziner, auf der Sicht sicherlich nicht verkehrt ist. Ne? Aber was das für die Gesellschaft bedeutet, da glaube ich, müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken, ein bisschen miteinander reden. Weil ob eine solidarische Gesellschaft heute existiert, wo wir quasi Solidarität beliebig leisten können, weil alles da ist, ne? In Hülle und Fülle, also jedenfalls innerhalb unseres Landes. Darüber hinaus wird es ja auch schon schwieriger. Und wenn sich das verändert, ja, also
Klopapier als beliebiges Beispiel. Ne? Da weiß ich nicht, ob die Solidarität dieser Gesellschaft auch mal Risse kriegt. So nach dem Motto, ja, lasst uns doch arbeiten gehen. Das ist ja auch gut, damit ihr in euren, ich überspitze, in euren Pflegeheimen weiter gut versorgt seid. Inwiefern, Joachim, ich weiß, dass du ganz viel liest, dass du ein sehr belesener Mensch bist. Inwiefern nimmst du denn im Moment im Tagesgeschehen wahr, dass der Generationendialog überhaupt schon nach vorne geschoben wird, als ein Thema, was sich jetzt aufdrängt? Gar nicht. Nun gebe ich zu, dass ich da auch nicht drauf geachtet habe, aber ich nehme es nicht wahr. Ich nehme eher wahr, das, was Tobi auch sagte, diese Subtexte. Wir müssen mal gucken, dass wir hier die Wirtschaft am Laufen halten, was ja auch nicht falsch ist. Das muss man ja fairerweise auch sagen. Man muss es schon abwägen. Ja? Also es gibt da kein Gut oder Schlecht. Ne? Das ist einfach so. Und das dritte Standbein, was ja auch Jana und Julia gesagt haben, wir müssen auch gucken, wie wir mit der Gesellschaft, so wie wir sie verfasst haben und so wie wir leben, auch umgehen und diese, wenn du so willst, Zielkonflikte miteinander aushandeln. Das wird spannend, das wird spannend. Ne? Ich will euch ermutigen, wenn ihr was sagen wollt, es auch direkt zu adressieren. Es muss nicht immer bei mich gehen. Jana? Ja, ich glaube, dass dieser Konflikt noch nicht so vorwiegend ist, wie wir ihn gerade diskutieren. Ich glaube aber, dass es, wenn es länger dauert und eben Produktionsketten vielleicht auch irgendwie strapaziert werden durch übermäßige Klopapierkäufe etc., ich glaube, dass je länger dieser Konflikt dauert mit Corona, desto weniger Solidarität werden wir haben. Ich hoffe, dass meine Prognose falsch ist. Ich hoffe es sehr und ich hoffe, dass der Sozialkitsch anhalten wird und auch der Dialog zwischen den Generationen und auch die Euphorie über die Digitalisierung. Ich hoffe, dass das alles anhalten wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieser Konflikt eben an der Gesellschaft auch zerren wird und auch Kräfte rauben wird und es mit der Zeit eher schwierig wird und wir in einen Generationenkonflikt hineinrutschen, was jetzt noch im Subtext ist, dann vielleicht sehr viel plakativer ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also das ist das, was mir auch so im Kopf rumgeht. Nun gibt es ja immer auch ein bisschen Hoffnung, ne? Und ich denke mir, dass es vielleicht nützlich ist, dass jeder von uns, also uns heißt jetzt alle, nicht nur wir, die wir hier gerade miteinander reden, die Zeit auch mal nutzen, um darüber nachzudenken, wo denn unsere individuelle Grenze der Solidarität wäre. Ja, Solidarität ist ein großes Wort. Ja. Ich komme ja aus einer Generation, die ständig Solidarität mit irgendwem geübt hat. Ne? Aber wo ist denn meine persönliche Grenze? Und wenn ich mir das mal zugestehe, zu sagen, da ist jetzt aber irgendwie gut gewesen, ne? Dann kann ich überlegen, ob ich diese Grenze nicht ein Stück weit rausschieben kann. Ne? Ja, es geht noch ein Stück mehr Solidarität oder Einschränkung zugunsten anderer. Und da, glaube ich, steckt auch ein bisschen Arbeit, die wir selber leisten können. Denn wer ist denn die Gesellschaft? Sind wir ja selber, ne? Also müssen wir gucken. Ja. Also ich muss erstmal sagen, ich hoffe auch sehr, dass die Prognose von dir, Jana, nicht eintreten wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, je nachdem, wie lange das jetzt tatsächlich alles andauert, dass man dann nochmal, also dass die Subtexte dann nochmal klarer ausgesprochen werden. Und da glaube ich wirklich, der entscheidende Faktor ist, wie lange halten wir jetzt das, was jetzt gerade vorherrscht, aus? Wie lange bleibt das jetzt noch so? Und wie geht es dann danach weiter? Also meine Vorstellung ist auch, dass das eher nach und nach wieder alles hochgefahren wird. Und die Frage eigentlich danach zu stellen, wie viel Solidarität halte ich für mich persönlich eigentlich aus und wo sind meine Grenzen, finde ich total spannend. Und ich glaube auch, dass das uns wirklich helfen könnte dabei, das jetzt gemeinsam anzugehen und gemeinsam tatsächlich auch zu überstehen, weil anders wird es nicht funktionieren. Zum Thema nach Corona und wie funktioniert eigentlich wieder so ein Anlaufen des Alltags, der Neustart sozusagen des gesellschaftlichen Miteinanders, würde ich gleich gerne noch kommen. Aber zunächst vielleicht nochmal der Gedanke, in der Schule treffen auch Generationen aufeinander. Und wenn ich an meine Kinder denke, wenn ich die so jeden Tag beobachte im Homeoffice, habe ich den Eindruck, dass das im Moment auf eine Art und Weise funktioniert, also der Austausch zwischen Alt und Jung, den ich mir vorher nicht hätte vorstellen können. Ältere Lehrer haben durchaus offenbar noch Probleme mit den üblichen Videokonferenzen, Klassenzimmer online sozusagen. Und die Jungen sind da schon richtig klasse, bis hin zu die Zeichen auf dem Monitor meiner Kinder, die entsprechenden Aufgaben auf und. Ist nicht das sozusagen die hoffnungsvollste Vision, das Szenario der Zukunft, dass wir in der Schule jetzt endlich richtig digital werden und dass man merkt, was da alles geht? Die Bitte vielleicht Joachim und Tobias noch mal was dazu zu sagen.
Ich bin ja schon länger Ja, raus aus gerne. der Schule. Dann mach du, Jochen. Ja, es geht relativ schnell. Also ich glaube ja, dass das so ist, ja, dass es technisch sich auch breiter entwickeln wird als nur an Gymnasien oder an engagierten Schulen. Gleichwohl bleibt immer die Frage, das sage ich jetzt auch ganz bewusst aus der Distanz, die Digitalisierung ist nur eine Technik. Ja. Das alleine löst ja noch nichts. Die Frage ist ja mal, was dahinter steht, wozu man sie nutzt. Und das muss man einfach abwarten. Ja, ich glaube auch. Also ich hoffe, dass das jetzt einer der positiven Effekte ist, dass die Schulen das jetzt mal anschieben und mehr technisches Equipment auch anschaffen und auch mehr ihre Schüler und auch besonders ihre Lehrer damit vertraut machen. Ich weiß noch, wie damals bei mir das erste Smartboard damals eingesetzt wurde. Und der Einzige, der es benutzt hat, war unser Sovi-Lehrer, der noch relativ jung war. Und es war der Einzige, der es benutzt hat. Der Rest hat sich damit gar nicht erst beschäftigt. Und ich hoffe auch, dass jetzt mal so ein bisschen dieser Digitalpakt, der ja vor 2 Jahren ins Leben gerufen wurde, von dem jetzt gerade mal 40 Millionen beansprucht wurden von 5,5 Milliarden, dass der jetzt mal ein bisschen gepusht wird und die Schulen davon mehr in Anspruch nehmen. Oder dass das vielleicht auch ein bisschen unbürokratischer gehandhabt wird. Dabei ist aber, finde ich, vor allem auch wichtig jetzt beim Thema Digitalisierung in der Schule, dass da auch die Strukturen dahinter vernünftig sind. Also ich bekomme das jetzt mit von den Lehrern, die ich jetzt so kenne und den Lehrkräften, dass ja jede Schule das irgendwie wieder anders handhabt. Die jetzt aus dem Digitalpakt jetzt schon digitaler geworden sind, da schon Gelder abgerufen haben, sind jetzt natürlich weiter vorne, haben schon einen gewissen Vorsprung jetzt erreicht. Und das muss aber irgendwie auch flächendeckend dann funktionieren. Und da müssen die Strukturen auch erstellt werden. Da habe ich aber auch jetzt die Hoffnung auch, dass das jetzt gerade auch nochmal hilft, da tatsächlich Strukturen aufzubauen und zu überlegen, über welche Plattform, wie funktioniert der Austausch. Es wurde teilweise damit angefangen, erstmal E-Mail-Adressen von Schülerinnen und Schülern überhaupt erst einmal einzusammeln, die es vorher überhaupt nicht gab, von Klassenlisten. Also da ist, glaube ich, jetzt ein gewisser Grundstein schon gelegt, der aber definitiv weiter ausgebaut werden muss. Ja, und abschließend bei den Themen, die ich so identifiziert habe, als die große Chancen für eine Verbesserung zwischen den Generationen wirken könnten, ist auch das Thema Nachbarschaftshilfe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe im Postkasten ein entsprechendes Angebot gehabt. Da dachte wohl jemand, ich bin auch schon nah dran an dem Risikogruppenalter. Jedenfalls haben wir als Familie das Angebot erhalten, dass man ja, die üblichen Dinge halt Besorgung erledigt, weil man eben jünger ist und weil die Gefahr vielleicht nicht so groß ist. Die Dortmunder Fußballfans haben das initiiert, sogar in großem Stil weit verbreitet. Und ja, so nachbarschaftliche Solidarität eben auch zwischen Generationen und diese Fürsorge, die ich finde zumindest meine Sicht, ich weiß nicht, wie eure ist, überrascht doch auf eine positive Art im Dialog der Generation, oder? Ja, definitiv. Finde auch, also ich kenne, glaube ich, keine Freunde von mir, die nicht irgendwie einen Zettel ausgehangen haben im Hausflur oder einfach mal geklingelt und geklopft haben und Bescheid gesagt. Also auch das finde ich ist schon ein echt super positives Zeichen. Dazu merke ich auch bei uns in der Umgebung, dass man auch viel mehr von Balkon zu Balkon spricht miteinander. Und auch das ist, finde ich, ein sehr positives Zeichen für einen nachbarschaftlichen Dialog, der jetzt entstanden ist, wo man ein bisschen mehr aufeinander achtet, auch bereit ist, mehr zu investieren in die nachbarschaftlichen Verhältnisse und eben auch einfach mal sich nett unterhält auf eine andere Ebene. Also ich finde, es ist super schön, was gerade passiert. Mich überrascht es nicht, muss ich sagen. Also wenn man mal ein bisschen auf Twitter oder überhaupt im Internet unterwegs ist, sieht man immer wieder schöne Beispiele, dass auch vor der Krise schon immer wieder die Generationen untereinander sich irgendwie helfen und da was in Bewegung ist. Aber dass es natürlich jetzt so flächendeckend ist, ist natürlich der Wahnsinn und Ja, die Nachrichten sollte beibehalten werden. der Corona-Partys nehmen ab. Oder wie ist es in Berlin, Joachim? Naja, nun habe ich ja gelernt, dass die Corona-Party auch eher ein Fake News offensichtlich war, aber wie auch immer. Nein, ich glaube, dass es zunimmt, die Solidarität unter den Generationen bei Nachbarschaften, die es auch immer schon gab, aber das ist flächendeckender. Die Gesellschaft rückt in der Tat zusammen, das würde ich auch teilen. Die Frage ist halt, wie lange es hält. Und es wird auch etwas überbleiben. Also es wird mehr als vorher sein, aber wie gesagt, wie lange es hält, weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass Solidarität nicht mit dem, wie ich finde, an manchen Stellen hübschen Schlagwort des Sozialkitsches desavouiert werden sollte. Also wer es nicht gesehen hat, kann ja mal in Folge 1 nachgucken.
sondern Solidarität hat was mit Haltung zu tun, ne? Also wie gehe ich denn mit meinem Nächsten um oder mit meinen Nächsten? Ja, und da können wir sicherlich die Muße der Zeit auch nutzen, darüber nochmal ein Stück weit nachzudenken. So, und jetzt finde ich, würde ich gerne nochmal einen anderen Topf öffnen. Das ist jetzt die Frage, wie kommen wir zurück, vielleicht eines Tages hoffentlich wieder in die normalen Zustände nach Corona. Und damit verknüpft sich ja auch die Frage, wie läuft eigentlich sowas wieder an? Lässt man ältere Menschen aus gutem Grund lieber erstmal doch noch zu Hause und versucht in die Richtung zu appellieren, während Jüngere schon wieder arbeiten gehen dürfen? Mich würde eure Haltung dazu interessieren. Sind es dann eben auch die Jüngeren, weil sie nicht so gefährdet sind, diejenigen, die dann als erstes wieder raus sollten, um die üblichen Lebensbedingungen wiederherzustellen, auch was so Wirtschaftskraft angeht, was so den Alltag und das Gestalten von Alltag angeht, und die anderen eben mit der Bitte, bleibt noch ein bisschen länger zu Hause. Wie seht ihr das? Vielleicht Julia fällt zuerst dazu. Also ich muss sagen, ich finde das total schwierig einzuschätzen, was da jetzt der richtige Weg ist, wie es dann jetzt nach diesem Shutdown, den wir jetzt gerade haben, wie es weitergeht. Ich denke auch, dass es etwas ist, wo alles nach und nach wieder anlaufen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Kitas jetzt als nächstes dann wieder öffnen, um halt auch die Betreuung von den Kindern sicherzustellen, dass dafür auch wieder dann Menschen arbeiten gehen können oder zumindest im Homeoffice weiterarbeiten können. Ich glaube aber auch, dass Ältere oder auch Risikogruppen schon aus eigenem Interesse sich zumindest am Anfang jetzt auch mehr aus dem öffentlichen Leben noch raushalten werden. Also selbst wenn jetzt wahrscheinlich nicht die Ansage kommen wird, bitte bleib zu Hause, könnte ich mir vorstellen, dass die ja aus eigenem Interesse schon sagen werden, ich halte mich lieber nochmal fern oder zurück. Finde aber insgesamt dabei auch schwierig, weil Jüngere ja auch zwar nicht so gefährdet sind, aber jetzt auch nicht komplett ungefährdet sind. Also es gibt ja auch doch immer wieder nochmal Berichte davon, dass auch jüngere, gesunde Menschen stark betroffen sind davon, auf Intensivstationen landen oder vielleicht auch sogar versterben. Und dadurch ist es, finde ich, jetzt wirklich keine einfache Frage zu sagen, wer geht jetzt wieder also wie geht das Leben jetzt danach tatsächlich weiter? Also ich kann das im Moment schwer einschätzen. Jana, hast du eine Idee, was so ein Weg sein könnte und wie vor allem altersklassengerecht eine Rückkehr zu alten Zuständen gelingen kann, ohne große Risiken zu gehen? Also ich sehe das ähnlich wie Julia, dass eben die Risikogruppe nicht gleich die Risikogruppe ist und auch Alter nicht unbedingt das ausschließlich Entscheidende ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass Alter das ausschließliche Kriterium sein sollte, nachdem wir selektieren, wer wieder in der Gesellschaft irgendwie außen teilhaben kann. Ich kann mir vielleicht sowas vorstellen, dass man verschiedene Slots einrichtet, dass man irgendwie sagt, zwischen 8 und 12 Uhr gehen vielleicht Ältere einkaufen und dann nimmt sich der Rest zurück und umgekehrt. Also so Szenarien kann ich mir vielleicht eher vorstellen als eine ausschließliche Isolierung von der älteren Generation. Ja. Schöne Vorstellung. Frage ist, ob das funktioniert in so einer individualisierten Gesellschaft, wie wir es sind. Aber vielleicht kommen wir ja gerade dazu. Ich nick mal. Ich habe Joachim? Joachim, ja, du warst weg, sorry. Ja. Also ich kann mir eigentlich eine zielgerichtete, auf Zielgruppen gerichtete Ausgangssperre, ich übertreibe mal ein bisschen, nicht vorstellen. Also vorstellen kann ich sie mir, aber ich kann sie mir für die Gesellschaft nicht vorstellen. Jetzt, das ist ein Sidestep, aber Jana hat ja eben gesagt, wir können das ja nicht selektieren. Nun gehöre ich ja zu einer Generation, die beim Wort selektieren sozusagen Zustände kriegt. Ja? Ich will damit nur sagen, das ist möglicherweise ein Teil des Problems, ja? Dass man nachher sich anguckt, wie kann man das dann am besten handeln, wie kann man, wenn man einen Zeitkorridor schafft, ja, zwischen 10 und 12, nur die 70-Jährigen, anschließend die Jüngeren oder wie auch immer, da kann ich gut mit umgehen. Aber unter dem Deckmantel der fürsorglichen Belagerung, Leute sozusagen vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen, da habe ich echt ein Problem mit. Und da hört meine individuelle Solidarität auch auf. Ja, finde ich auch. Also man darf jetzt nicht die Gesellschaft spalten und Millionen private Pflegeheime aufmachen, indem die Alten zu Hause bleiben. Andererseits finde ich es aber auch schwierig, die Wirtschaft wieder zu öffnen, so wie jetzt der texanische Vizegouverneur das gesagt hat, ich bin bereit für die Wirtschaft zu sterben oder ich will den Jungen nicht die Karrierechance verbauen. Denn wenn das unser Weg zu wirtschaften ist, dann
sollten wir überlegen, ob wir nicht einen anderen Weg einschlagen. Also wir müssen ja irgendwie gucken, dass das Jung und Alt trotzdem miteinander leben können und jeder bei Wohlergehen bleibt. Dennoch gibt es ja solche Stimmen, die sagen, wir brauchen eine Herdenimmunität, also eine ganz breit gefächerte Immunität, zunächst bei den jüngeren Generationen, damit dann irgendwann die großen Millionenzahlen an Bevölkerung die Krankheit einmal erlebt haben, dementsprechend immun sind. Und da spielt immer wieder das Thema Generationen mit rein. Wir werden alle die Lösung nicht haben. Ich kann nur sagen, was Christian Drosten, der ja gerade aus gutem Grund durch die Medien geht, der Virologe aus Berlin von der Charité sagt, er sagt, man kann Personen nicht so einem hohen Risiko aussetzen, auch jugendliche Erkrankte seien gefährdet, wie du ja auch, Jana, gerade nochmal sagtest, beziehungsweise Julia. Wir wollen keine Todesfälle produzieren durch irgendwelche gezielten Maßnahmen. Das ist nicht ethisch. Und auch die Jugend habe ein Mitspracherecht dabei, so nach dem Motto, sollen wir jemanden absichtlich mit dem Coronavirus anstecken, wird schon nicht so schlimm sein. Das Rätselslösung gibt es, glaube ich, nicht, oder? Auch für Herdenimmunität ist ja trotzdem noch eine Impfung teilweise notwendig. Und ich glaube, das sollte erst in Betracht gezogen werden, wenn es wirklich einen Impfstoff gibt. Oder das Virus erst so weit erforscht ist, dass wir mehr darüber wissen. Ich glaube auch, dass das ein sehr risikoreiches Verfahren ist. Und ich hoffe nicht, dass wir das durchführen würden mit der Kalkulation der Verluste, die damit eigentlich einhergehen müssen. Also eher, dass man vielleicht die Kurve des Gesundheitssystems ausreißt. Da gibt es ja auch verschiedene Szenarien, dass man in Wellen arbeitet und immer wieder isoliert. Also vielleicht, obwohl ich mir vorstellen kann, aber ich bin auch absolut keine Gesundheitsexpertin, dass das auch sehr schwer zu kontrollieren ist. Deswegen die Hoffnung ist halt, glaube ich, groß auf diesen Impfstoff. Joachim Lück, dir als mutmaßlich Ältesten gehört vielleicht das Schlusswort in dieser Runde. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, auch weil ich den Eindruck habe, dass du ein kritischer, manchmal skeptischer Geist bist, was den sozialen Kitsch angeht, für den ich ja Urheberrechte haben möchte aus der ersten Folge. Joachim, was ist denn jetzt eigentlich unsere Quintessenz dieses Gesprächs? Überwiegend Chancen, die wir eines Tages entdeckt haben werden, um daraus die Gesellschaft miteinander, was Generationen angeht, besser auszugestalten oder am Ende doch alles wieder normal zurück ins Hamsterrad mit der üblichen Ignoranz und ja vielleicht mit der möglichen Unsolidarität. Wie siehst du es denn jetzt? Daumen hoch oder runter? Daumen in die Mitte, also die Chancen überwiegen, glaube ich. Wir könnten da alle gemeinsam miteinander vieles mitnehmen, vielleicht auch nur Details, aber wir könnten das sicherlich mitnehmen. Wir müssen nur aufpassen, dass andere, die nicht wir sind, die Risiken sozusagen nicht überbetonen und die Chance zunichte machen. Ne? Und deshalb sind wir, so wie wir hier zusammensitzen und alle anderen draußen, eigentlich wirklich gefordert zu sagen, was können wir mitnehmen, was wollen wir mitnehmen und wie müssen wir auch daran arbeiten, dass es bleibt. Vielleicht auch eine Aufgabe für Dialoggestalter? An uns soll es ja nicht liegen. Ne? Also wir haben ja immer ein offenes Ohr und versuchen, solche Prozesse zu machen. Und das sollte wohl auch was sein, was andere interessieren sollte. Ja. Ja, okay. Wenn niemand was im Gepäck hat, würde ich an der Stelle abbinden mit großem Dank an die muntere Runde und verweisen auf nächsten Dienstag, wo es dann wieder einen weiteren Dialogdienstag gibt. Viele Grüße an die Endgeräte und immer gut schützen vor dem Coronavirus. Auf bald, bis nächsten Dienstag. Tschüss.